Ah, willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Y. Ich hoffe, die Sache mit dem Ton ist jetzt besser. Es ist mir auch aufgefallen, dass ich in den letzten paar ziemlich leise war. Und ich hoffe, das ist jetzt behoben. Hallo. Brrr, ist das kalt? Hey, du wollt mir beim Pokémon-Kampf ein wenig aufwärmen? Nein, danke. Ich verzichte. Was? Ich kann nicht verzichten? Was ist denn Vibrava? Ach so. Ich glaube, das ist ein Drachen-Pokémon. Ich bin auch ein Drachen-Pokémon. Ich bin stärker als du. Kann es mir wehtun? Oh. Natürlich schmeiße ich mein Handy weg. Was denn auch sonst? Dabei wollte ich doch nur gucken, wer mir geschrieben hat. Ha, ha, ha. Ist das die Kälte des Eises oder wie weht mir hier der eiskalte Wind der Niederlage entgegen? Ich weiß nicht. Hallo? Häng dich doch nicht immer auf, du Kack-Handy. Das regt mich so auf. Blödes Ding. So. Ja, ich möchte hier rüber. Bringt mir nichts. Das bringt mir absolut gar nichts. Oh, ich kann nicht mal ohne Kaskade den Wasserfall runter. Ist ja doof. Oh. Ich habe kein Himmels-Pokémon. Haha. Oh. Oh, da ist das Mamutl. Hallo. Stimmt mit der Frosthöhle irgendetwas nicht, Mamutl? Mamu, Mamu. Bist du auf dem Weg zur Frosthöhle, Trainer? Yo. Für gewöhnlich liebt Mamutl es ja, Leute auf seinem Rücken Route 17 entlang zu tragen. Aber in letzter Zeit ist es nur noch mit sich... Es ist nur noch mit der Frosthöhle beschäftigt und scheint sich nicht mehr darauf konzentrieren zu können, Personen zu befördern. Mamutl ist ein Pokémon, dem es gar nicht kalt genug sein kann. Vielleicht spürt es ja irgendwas, das in der Frosthöhle vorgeht. Hallo, Trovato Tomato. Ich bin Trovato. Ich untersuche auf Geheiß von Professor Platan die Verteilung der Pokémon in der Kalos-Region. Verstehe, daher bist du auch unterwegs zur Frosthöhle, habe ich recht. Mamutl wirkt wegen etwas dort ein wenig beunruhigt. Seid also lieber vorsichtig. Jo, danke. Was hast du vor, Lady M? Ich, gehe jetzt in die Frosthöhle. Oh, ich hab doch kein Himmels-Pokémon, Mann. Himmel-Akkois und Zirn. Zwirn. Zirn. Ich weiß. Mamutl? Zur Frosthöhle. Ey, du, schön stillhalten. Ich male jetzt ein Bild von dir. Hey, du. Nein, tust du nicht. Vincent. Ich habe letztens ein Video angeguckt über die schlechtesten oder die nutzlosesten Pokémon, die halt der Typ am nutzlosesten findet. Mein Gott. Und Farbigel war eins davon. Ungefähr das 9., also Platz 9. Also es ging halt von 10 nach 1, ganz normal. Ich habe gerade von einem Abonnenten eine Nachricht bekommen. Ich lese mal vor. Mina, kannst du mal während der Aufnahme so eine Webcam hinstellen, so wie ungespielt Tadel und die anderen? Also das ist konstruktive Kritik an dich, nicht böse gemeint. Das kann ich leider nicht tun. Obwohl, das kann ich eigentlich schon tun. Ich müsste halt meine normale Kamera nehmen. Und das ist auch blöd. Ah, das ist halt technisch bei mir eine Schwierigkeit. Ansonsten würde ich das gerne tun. Ich hoffe, du hörst das. Aber technisch ist das, wie gesagt... Beim Streamen ist es besser, weil da geht es mit dem Aufnahmeprogramm. Oh, der Fotofuzzi. Aber hier wird es etwas schwierig mit Aufnahme und Kamera. Und wie soll ich das denn aufnehmen und so bla bla.
Ja, lass uns ein Foto machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ein Foto geht. Okay, das ist doch wunderschön. Ich wollte eigentlich noch gar kein Foto machen, aber... Psst. Jo. Wie viel? 1000. So, wir haben Kohle ohne Ende. Jo, du bist so fotogen. Danke, Mann. Tschö. Ich will jetzt mein Evoli entwickeln lassen. Halt die Gosch. Ich darf hier nicht Fahrrad fahren. Nein. Wieso? Hier. Take a super track. Makuleinchen. Oh, mein Makuleinchen. Ach, verdammt. Ich wusste, ich habe was vergessen. Dann gehen wir eben auf Beschäftigte. Hallo. Oh, hier gibt's wohl die Pokémon. Na, hätte ich das gewusst, hätte ich einen Al Hallo? Hätte ich einen Schutz eingesetzt, natürlich. Und ich habe noch was vergessen. Jetzt, wo ihr es sagt, fällt es mir auch ein, dass ich meine Typenliste gar nicht aufhab. Also, bis jetzt ging es auch so, aber wer weiß. Was ist effektiv? Bestimmt eine Normalattacke. Nein, Quatsch. Aber wir fliehen jetzt trotzdem. Ich habe keine Lust. Ach, so geht das mit Marco überhaupt? Natürlich nicht. Mann, Marco. Du bist schnell genug. Oh, Marco. Ich verbrauche schon wieder alle meine Highlight-Items wegen dir. Blöden Pokémon. Oh. Ist doch egal, wenn du langsam bist. Du kannst doch trotzdem fliehen. Stirb jetzt bitte nicht. Bitte stirb nicht. Ich hasse dich gerade ein bisschen. Ich will fliehen, verdammte Kacke nochmal. Toll. Jetzt muss ich einen Beleber einsetzen. Und einen Heil-Item. Habe ich wenigstens noch irgendwas Cooles? Kumomilch. Hier. Was ist das hier? Oh. Schutz. Schutz? Jemand sagte mir, ich soll das hier mal sortieren, aber ich weiß doch nicht wie. Cool. Und deswegen finde ich trotzdem nicht meinen Schutz. Ach ja. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Pokémon wechseln können. Nein, tun wir aber nicht. Marco ist ja noch voll schwach. Hey Lady. Hey Lady. Hey Lady. Hey Lady. Hey Lady. Oh, du siehst ja richtig stark aus. Ein Kampf gegen dich kann ich mir nicht entgehen lassen. Natürlich kannst du das nicht. Ich bin ja auch wunderbar. Duokles. Das finde ich jetzt gar nicht mal so cool. Naja, geht so. Was macht es da? Tauscht Angriff und Verteidigung. Egal. Ich greife ja eh speziell an. Komm daneben. Das ist nicht daneben! Oh, ich war jetzt die ganze Zeit schneller. Wieso bin ich überhaupt schneller als du, Chris? Naja. Hinterfragen wir das nicht. Akzeptieren wir es einfach. Nein, Angie, du darfst doch jetzt nicht ein Level-Up erreichen. Nein.
Nein, du entwickelst dich jetzt noch nicht. Du entwickelst dich erst, wenn wir bei dem komischen Boppel da sind. Boah, halt die Fresse, Facebook! Wo ist der andere Hund? Ja, ich hab den halt... Ich hab kein Foto von dir, weil ich die voll dumm finde. Mann! Gott! Hier. Das muss reichen, Marco. Wir können nicht immer Rücksicht auf dich nehmen. Wie komme ich da hoch? Gar nicht. Ui! Ui! Ich mag es nicht, zwei Möglichkeiten zu haben. Tja! Das war gut! Mir ist kalt. Hallo? Ob es jetzt hagelt oder Speere vom Himmel regnet, ich lege stets ein elegantes Gebaren an den Tag. Diese Einstellung ist ganz selbstverständlich für einen Ass unter Ass-Trainern, wie ich eines bin. Ich bin so angeberisch und... Kotzwürge. Habe ich irgendeine Bodenattacke? Lass mich raten. Nein? Wie ist eigentlich überhaupt dein Dings, dein Angriff und so? Lass mich das mal sehen. Ein Spezialangriff ist aber höher. Dann machen wir Drachenwut. Also halt Feuer-Odem, ne? Klar, ihr wisst schon, was ich will. Hallo, hör mal auf. Ich bin eh schon so schwach. Oh. Elektro ist doch kacke. Was mache ich denn gegen dich? Hör auf. Das machen wir jetzt nochmal. Oh Gott, bitte überleb. Stopp. Ja, Marco! Du bist paralysiert. Scheiße, Reitsche, du bist voll gemein. Aber Marco erreicht ein Level. Das ist schon gut so. Knogga. Wir könnten es probieren. Mit der Lehmschelle oder mit dem Lehmboden da. Lehmbrühe. Au. Das tut weh. Mann, Knogger. Jetzt war ich schon wieder Beleber. Ich bin der schlechteste Pokémon-Spieler, den ich kenne. Ich finde es immer so süß, wie ihr mich trösten wollt. Mir Mut zu sprechen. Aber es ist einfach Tatsache, Leute. Ich bin total müde. Toll, Margaret, jetzt Donnerblitz. Ich lasse Angie kämpfen. Je näher sie dem Level abkommt, desto besser, weil sie hat ja jetzt erst ein Level abgehabt. Und... Wolke 7. Oi. Wolke 7. Ist Enteron eigentlich nur Wasser? Ich probiere mal ein bisschen. Könntest du das mal lassen, bitte? Jetzt will ich schneller sein. Der hat mir schon so auf die Verteidigung gesenkt. Reich aus! Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Das wäre jetzt schlecht gewesen. Auch bei einer Niederlage weiß ich mich elegant und angemessen zu verhalten. Ich bin ein Ass unter den Ass-Trainern. Und ein Angeber.
Und einen Schleimbeutel. Und ein nerviger Nerv-Nerv. Was? Du weißt nicht, was ein nerviger Nerv-Nerv ist? Hier, nimm dieses Tafelwasser. Mein liebes Makuleinchen, wenigstens die Paralyse jetzt weg. Okay. Hallo im oberen Stockwerk. Hui. Hui. Hui, 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 hui. Das war dumm. Hallo. Das war noch dümmer. Nein, geh doch... Du blödes Mädchen! Das war keine Absicht, Mann. Kann ich nicht von hier so schräg runter? Na, so schräg, so? Klar kann ich. Hallo! Ich hab einen Wanderer zum Vater und eine Wanderin zur Mutter. Die Berge sind mein Zuhause. Bilde dir also bloß nicht ein, gegen ein Wanderskind wie mich im Gebirge gewinnen zu können. Doch. Ich habe in meiner Handtasche irgendwo verschollen, in den Weiten meiner Handtasche hier. Wer? Gustl. Oh, Relikant. Cool. Relikant ist cool. Sehr cool. Ich frage mich nur gerade, was ich dagegen machen möchte. Ich... Das ist blödes. Ja, das war ja klar. Ach, du bist Bodenwasser oder Gesteinwasser? Ich setz Bisaflor ein. Ey, Bisa. Bisa. Bisasab. Also, auf jeden Fall habe ich eine Rittersportschokolade. Darf ich das überhaupt sagen? Ich habe eine Schokolade gekauft von den ehrenwerten Rittern der Tafelrunde. Und die ist mit Cookies and Cream. Und ich probiere die jetzt live mit euch zum allerersten Mal, ob die überhaupt schmeckt. Und ich weiß nicht, habt ihr mir gekauft, weil ich wissen wollte, wie sie schmecken. Das war eigentlich schon die ganze Intention. Dann springen wir erstmal das Viech um. Das überlebst du auf gar keinen Fall. Mhm. Ich habe Cookies unter den Fingernägeln. Mist. Ja. Marco schafft's gegen einen Rizeros. Mit Lehmbrühe. Schmeckt gut. Schmeckt sehr milchig und die Cookies sind sehr, sehr cookig. Ja. Doch, ist gut. Gutes Schoki. Kann ich empfehlen. Ist irgend so ein Frühlings-Special-Angebot da. Steht drauf, Frühjahrs-Spezialität. Oh, der Part ist ja schon wieder gleich zu Ende. What the fuck, was ist passiert? Die Zeit. Da, mein Selbstbild des Wanderskind ist zerstört. Oh, sorry. Stell dir einfach vor. Also, weißt du, deine Eltern sind bestimmt trotzdem stolz auf dich. Hier, Bisaflor. Bisaflor ist aufgewacht. Bisasab. Oh Gott, hier gibt es auch wieder mehrere Wege. Oh. Alle sagen, dabei sein ist alles, aber gewinnen wollen sie natürlich trotzdem. Wir haben keine Taktik, wir vertrauen darauf, dass Groink und Hariyama... Hariyama? Ich hab Angst, Hariyama. 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 Oh Gott. Vor allem, was soll ich dagegen tun? Ich hab... Doch, ich hab eine Psychoattacke. Irgendjemand hat eine Psychoattacke, aber wer? Pandagro, du bleibst da und... Luca, du hattest doch eine, oder? Oder... Ja. Dann nehmen wir Luca. Besonders sein, sonst zieht das überhaupt was ab. Chio soll Groink natürlich knirschen. Das tut weh. Los, Luca! Go, Luca, go, Luca, go!
Überlebt es das? Nein. Nein, nein, nein. Das überlebt es auf gar keinen Fall. Na, Hariyama? Wen willst du wecken? Au, au! Ja, das tut weh! Lass das! Take this, Hariyama! Alles gut. Hier. Oder ist das nicht sehr effektiv? Ist Kampf auf Kampf nicht sehr effektiv? Kampf auf Kampf ist neutral. Okay. Aber vielleicht überlebt er das ja auch gar nicht. Doch, er überlebt's! Wow! Oh, das hätte er auch fast überlebt. Boah, Hariyama hat so fette Riesenverteidigung. Fettes Viech, Alter. Chio erreicht Level 53. Und Maku erreicht kein Level. Piff, puff. Das lief nicht gut. Ja, da hast du wohl recht, Dude. Okay, es gibt so viele Wege. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Da ist ein Trainer und da ist ein Trainer. Und wieso kann ich zu dem Trainer da oben, wenn ich da auch unten lang gehen kann? What the fuck? Naja, gut, Leute. Um diesen Trainer kümmern wir uns im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Tschüss.